Wie seht denn ihr eure Lage im EWHL Supercup? Ja gut, letztes Jahr haben wir relativ gut funktioniert im EWHL Supercup. Es ist eine top-europäische Veranstaltung mit eigentlich allen Spitzenmannschaften aus Zentraleuropa. Und es waren immer sehr knappe Spiele. Ich denke mal, dass wir wieder eine gute Rolle spielen können, auch wenn für uns das in der Hauptsache Vorbereitung ist auf die Bundesliga. Peter, wie ist denn die Lage in der deutschen Meisterschaft bzw. dann dem Pokalfinale? Wollt ihr eure Titel verteidigen? Ja, wollen natürlich. Möchten wir das. Die Lage wird ähnlich sein wie letztes Jahr, denke ich. Plan X sehr stark, mit sehr großem Kader, in der Breite gut aufgestellt. Ingolstadt immer in der Lage, auch uns Plan X zu schlagen. Und dann haben wir Berlin und Bergkamen. Es sind eigentlich 5 wettbewerbsfähige Teams. Und ja, viel Fehler darf man nicht machen. Ich denke, es ist alles möglich. Unsere ersten 2 Reihen sind sicher sehr stark wieder aufgestellt. Und da kommt es auf Kleinigkeiten an, auf ein bisschen Glück, Verletzungsgeschichten. Aber ich denke, dass es doch wieder eine enge Geschichte zwischen Planek und uns werden wird. Ja, auch einige ausländische Spielerinnen im Kader. Erzähl uns noch mal was zu denen. Ja gut, zum einen haben wir die Remy Martin, das ist eine deutsche Amerikanerin, die nicht als Kontingentspielerin zählt. Die habe ich schon eine ganze Weile Kontakt, ich glaube schon 3 oder 4 Jahre zu ihr. Und die hat jetzt gesagt, ja, sie will jetzt doch kommen und will das probieren. Ja, ist eine Verteidigerin, die ist jetzt 20 Jahre alt, hat einen sehr guten Schuss. Ich glaube, dass sie uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Dann haben wir zum ersten Mal 3 Importspielerinnen. Das ist ein bisschen eigentlich den Umständen geschuldet. Wir haben 2 Stürmerinnen verpflichtet. Eine kam von Maine University, die Jen Moore, die hat letztes Jahr in der Schweiz gespielt, war da beste Ausländerin in der ganzen Schweizer Liga. Und dann die Shannon Stewart, die war zuletzt in Schweden in einem Topverein, hat auch eine sehr gute Rolle da gespielt. Und nachdem das eigentlich feststand, hat die Shannon gefragt, ob sie ihre Freundin mitbringen kann. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, eigentlich wollen wir keine 3 Ausländer. Haben uns aber dann doch dazu durchgerungen, das zu machen mit der dritten Position, wobei die dritte ist die Caitlin Gilligan, die wird eben dann nur dann spielen, wenn eine von den 2 anderen nicht zur Verfügung steht oder krank ist oder sonst was. Für die Bundesliga gilt das, für den EWHL Supercup, dort können alle 3 spielen.